Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Adventure-Freunde, zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen geguckt, wo zumindest Vier Hinweise. die nächste Nadel hin muss. Die muss nach San Ramon. Wo sehe ich hier? Ach da, San Ramon. Das Dorf San Ramon. San Ramon? Ramon hat mir erzählt, er sei nach einem San Ramon getauft worden. In dem Gemälde gibt es auch einen Heiligen. Lass mich raten. Er hat ein dickes Schloss durch seine Lippen? Ich hatte drei der Orte gefunden. Jetzt fehlte mir nur noch der letzte. So, und das tue ich mir jetzt einfach nicht an. Das habe ich zu schnell gedrückt. In dem Telegramm steht, die Scheiße zu übersetzen, da habe ich nämlich überhaupt keine Lust. Das erste, zweite und fünfte Überlebende, Katara und Tabula. Habe ich aus Gerona beschafft. Geschmuggelt. Stopp. Das besagte Geständnis, die der dominikanische Inquisitor Emmerich aus Gerona geschaffen hat. Hä? Die Ortschaft, ich konnte. Och Mann, geht das jetzt hier wieder weiter? Die Ortschaft gehen vielleicht. Ich beschloss, die Nadel wieder. Ich wusste nicht, ob ich wirklich. Ich gucke mir noch mal die Tipps ganz genau an jetzt. Vier Hinweise, vier Orte. Ich musste nur austüfteln, auf welchen Ort sie sich bezogen. Quatsch, ich wollte in die Tipps gucken. So, das Telegramm ist mit einem einfachen. Ja, einfach ist richtig. Da sitzt du ewig vor dem Scheiß. Du weißt, dass Genen nach der Tabula Veritatis gesucht hat. Versuche diese Wörter im Text zu finden. Das erste, zweite und fünfte Wort lautet Überlebende, Katara und Tabula. In dem Telegramm steht, Überlebende Katara haben die Tabula Veritatis aus Montsegur nach Katalonien geschmuggelt. Stopp. Das besagte Geständnis, die der dominikanische Inquisitor Emmerich aus Gerona beschafft hat. Stopp. Wolfram, stopp. Aber. Die Stadt Girona, der Ort. Die Stadt Girona. Ich habe gerade echt absolut keinen Plan. Solche Rätsel kann ich einfach nicht. Da habe ich einfach nicht die Geduld und auch nicht die nötigen, ja, so dieses Querdenken für. In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. Ja, aber welche? Das Gebäude in dem Ring zeigte den Heimatort San Ramons. Es war die Stadt. Das Burgtor symbolisierte die Bergfestung Montségur. Es muss ja hier irgendwie. Die Ortschaft Granollers, Genen, vielleicht. Die Ortschaft Cervera, ich konnte. Die Ortschaft Genen, vielleicht. Die Ortschaft der. Die Ort, es war. Die Ort, Genen, vielleicht. Oh, Leute, kann ich sowas ab hier? Dafür habe ich einfach absolut nicht das Zeug für so eine Scheißrätsel. Die Ortschaft, es war. Die Ortschaft, Genen,
Vielleicht lieferten mir... Oh, ey. Hiermit kann ich überhaupt nichts anfangen mit den Scheiß-Tipps. Die Ortschaft... Es war... Womöglich, weil ich dafür jetzt auch gerade so ein bisschen die Geduld verliere. Die Ort... Der... Die Ort... Und mich das einfach nur noch nervt gerade. Die Ort... Der... Die Ort... Ich... Die Ort... Gene... Oh, ich kann sowas echt nicht. Die Ort... Ist... Es muss ja in etwa die Form von dem hier ergeben, aber es funktioniert nicht. Es ergibt einfach nicht die richtige Form. Das müsste rein theoretisch ja wahrscheinlich das hier sein. Die Ortschaft Granollers. Ich konnte nichts. Ich wusste nicht. Wisst ihr was, Freunde? Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich mache hier mal ganz kurz einen Cut. Ich muss mir da jetzt echt eine Dings raussuchen. Ansonsten geht gar nicht, Freunde. Sonst werde ich hier völlig wahnsinnig, weil ich sowas absolut nicht kann. Also damit umgehen, mit diesem Gesuche und dann Hinweis A mit Hinweis B, da werde ich völlig irre. Und für ein Let's Play ist es absolut ungeeignet, sowas zu machen. Ich suche mir jetzt eine Komplettlösung raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde. Ich habe mir eine Lösung rausgesucht, damit ich hier nicht wahnsinnig werde bei diesem ganzen Gesuche. Und laut der soll es Girona sein. Aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts, wenn ich hier was drücke. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt gerade mein Denkfehler ist. Und ich weiß echt absolut nicht, wo ich gerade diesen Denkfehler habe. Und ey, ich bin völlig daneben gerade, völlig wahnsinnig. Und ich gucke mir jetzt gerade am Handy so ein bisschen eine Komplettlösung durch. Freunde, ich werde hier irre. So. Gehen wir es nochmal durch. Wir haben oben Montsegur. Das ist richtig. So steht es auch drin. George wirft einen Blick auf die Karte, markiert Montsegur, wo die Reise begann. Berga haben wir auch. San Ramon haben wir auch. Und Girona. Für den Hund Gottes oder für die Hunde Gottes. Und dann soll es Montserrat sein. Die Ortschaft. Hey! Ich habe gesagt Montserrat. Aber es passiert gerade nichts. Ich wusste nicht. Ich muss wahrscheinlich doch dieses scheiß Ding hier entschlüsseln, damit das richtig funktioniert. So, machen wir mal. Okay, warte mal. Wir machen mal Q. S. Y. T. E O und H P. So, warte mal, ich gucke noch mal in die Tipps. Überlebende. Okay. U. E.
R. L. N. Und dann ist das B, das D. Ich gucke nochmal in die Tipps. Ich habe keinen Bock hier. Zweite Katara. Katara haben die Tabula Veritatis aus Montsegur nach Katalonien geschmuggelt. Stopp, das besagen Geständnisse, die der Dominikanische in Inquisitor oh Gott, wie hieß der nochmal? Ach, Aymerich mit Y war das, genau. Aymerich aus Girona beschafft hat. Stopp. Wolfram. Ich hatte das Telegramm entschlüsselt. Überlebende Katharer haben die Tabula Veritatis aus Montsegur nach Katalonien geschmuggelt. Das bestätigen Geständnisse, die der dominikanische Inquisitor Aymerich aus Girona beschafft hat. Es war unterschrieben mit dem Namen Wolfram. Vier Hinweise, vier Orte. Ich musste nur austüfteln, auf welchen Ort sie sich bezogen. Der Dominikanermönch Aymerich kam aus Girona. Der Priester mit dem Hundekopf auf dem Gemälde. Ich konnte langsam ein Muster erkennen. Die Orte bildeten eine merkwürdige, kreuzartige Form, so ähnlich wie die Kugeln auf dem Bild. Das war der Kreuzungspunkt. Hier musste die Tabula sein. Montserrat, es muss Montserrat sein. Die Frage ist nur, was bitte ist Montserrat? Das ist ein Kloster in den Bergen. Eine berühmte Touristenattraktion. Aber es ist noch was anderes. Ich glaube, es war auch eine Zuflucht der Gnostiker vor vielen hundert Jahren. Bravo, meine Freunde. Medowski? Nein, Langham. Nein, der Name ist Genen, oder? Sehr gut, Fräulein Collar. Was ist mit dem echten Langham passiert? Er ist ein Ründchen schwimmen gegangen. In der Seine. Ich hatte schon gedacht, ich müsste diesen Laden auseinandernehmen, um die Arbeit meines Großvaters nachzuvollziehen. Aber ich glaube, da haben sie mir eine Menge Zeit erspart. Die Tabula ist also in Montserrat. Wer hätte das gedacht? Der alte Mann kommt mit mir. Nein, bitte. Nehmen Sie mich stattdessen. Er weiß gar nichts. Aber Sie schon, was? Das glaube ich kaum. Aber er ist alt. Eva, reg dich nicht auf, Kind. Das können Sie doch nicht. Aber natürlich kann ich. Und ich werde es tun. Der Mensch ist schwach, unterwürfig, kontrolliert. Er muss befreit werden, frei von allen Einschränkungen, frei, seine Begierden zu erfüllen.
Und dazu wollen Sie den Teufel auf die Welt loslassen? Nicht den Teufel. Lucifer. Und jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, wir haben eine lange Reise vor uns. Gehen wir. Die können da drin verfaulen. Wir müssen hier sofort raus. Ich vermute, dieser Irre ist genauso gefährlich, wie er aussieht? Ich fürchte schon, Eva. Ich glaube, er hat schon öfter gemordet. Wir dachten, wir hätten Medowski gejagt, Nico. Aber in Wirklichkeit hatten wir es die ganze Zeit mit Genens Enkel zu tun. Okay. Die Frage ist jetzt... Ich guck mal durchs Schlüsselloch. Schau mal, Tageslicht! Oder Einschussloch. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist eine Geheimtür, Nico. Darum also hat Marques' Vater versucht, durch dieses Zimmer zu flüchten. Er hatte nur keine Zeit mehr, die Geheimtür zu öffnen. Dann schauen wir doch mal, was dahinter ist. Aha! Gut gemacht, George. Kommen Sie, Eva. Hauen wir ab. Wir müssen Ihren Vater retten und Langham aufhalten, bevor er die Tabula findet. Eva, ich glaube, Sie bleiben besser hier. Sind Sie verrückt? Sie brauchen mich, besonders wenn es zu einem Kampf kommt. Eva, das wird sehr gefährlich. Sie verstehen das nicht, Signora. Es ist meine Pflicht. Okay, aber wir sollten erst noch nach Ramon sehen. Ja, aber dann gehen wir ein paar Leuten in den Arsch treten. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. Oh Mann. Montserrat lag hoch oben in den Bergen. Eine wichtige Touristenattraktion. Aber wir waren nicht als Touristen da. Wir mussten einen alten Mann retten und eine noch ältere Tafel finden. Und ein kaltblütiger Killer wollte uns daran hindern. Wieso sollte die Tabula ausgerechnet hier versteckt sein? Jahrhundertelang war der Berg ein Zufluchtsort. Oben auf dem Hügel gibt es ein Benediktinerkloster. Nun, da sollten wir dann wohl mit der Suche beginnen. Hui, alles leer. Wo sind die denn alle? Normalerweise wimmelt es hier von Touristen. Das gefällt mir alles absolut nicht. Zumindest gibt es hier keine bewaffneten Mönche. Denk nicht mal dran, Nico. Zeit für den leicht verblödeten Ami-Touristen. Für diese Rolle wurdest du geboren, George. Dankeschön. So, aber ganz ehrlich, Freunde, ich muss jetzt erstmal ein kleines bisschen Päuschen machen. Ihr habt es gerade gemerkt, so die letzte Folge. Vor allen Dingen dieses scheiß Rätsel mit dieser Entschlüsselung, das sowas macht mich völlig wahnsinnig. Da kann ich dann auch nicht mehr klar denken, wenn ich mich mit sowas auseinandersetzen muss und mich da einfach tierisch drüber aufrege, weil ich dafür absolut nicht die Geduld habe. Und deswegen mache ich jetzt erstmal ein kurzes Päuschen. Hier machen wir jetzt erstmal den Cut. Ich hoffe mal, wir können ein bisschen lockerer in die nächste Folge gehen. Das werden wir aber sehen. Ich sage erstmal danke fürs Reinschauen. Ich wünsche einen traumhaften Tag. Bis zur nächsten Folge. Ich verabscheue mich.